Meine Damen und Herren, der Gemeinderat hatte gestern eine lange Gemeinderatssitzung. Wir haben viele Themen abgearbeitet. Heute gibt es erneut eine Sitzung des Gemeinderats, wo wir uns auf ein Thema konzentrieren. Es geht um die Weiterentwicklung des sogenannten Goldbach-Quartiers, wo Bräuninger in Sindelfingen ja ganz enorm investieren möchte. Wir hatten gestern schon das Thema Quartiersentwicklung auf der Agenda, die weitere Entwicklung des Krankenhausareals in die Flugfeldklinik gebaut und bezogen ist, Weiterentwicklung in den Quartieren Goldberg und Hinterweil. Heute geht es um das sogenannte Goldbach-Quartier, wo wir große Entwicklungen für die Stadt erwarten. Wir haben ja schon in einer langen Diskussion, in einem langen Rechtsweg und Entscheidungsprozess entschieden, dass Bräuninger erweitern darf. Darf dort mehr Verkaufsfläche anbieten. Dieses Thema ist genehmigt, das wird auch in naher Zukunft umgesetzt. Aber deutlich darüber hinaus geht es um diese Quartiersentwicklung, wo ein komplett neues Quartier entstehen soll, ähnlich auch wie mit dem Gedanken der IBA, ja, dieses Thema Wohnen, Leben, Arbeiten in der Zukunft mit viel stärkerer Vernetzung, ja, dass Wohnen, Leben, Arbeiten eben stärker vernetzt sind als heutzutage, wo es viele Trennungen gibt bei diesen einzelnen Funktionen. Und wir haben hier einen Masterplan auf dem Tisch, der wurde letztes Jahr schon vorgestellt, den ersten Masterplan mit ganz, ganz verschiedenen Elementen, die dort gebaut werden sollen. Dort soll Wohnraum geschaffen werden für viele Menschen. Dort sollen natürlich Büros entstehen, Dienstleistungen, möglicherweise auch Forschungseinrichtungen, aber auch zentrale Plätze, Sportflächen. Also wirklich alles, was zu einem Quartier dazugehört. Wir wollen auch moderne Formen der Mobilität einbinden. Wir arbeiten ja derzeit daran, mit dem Landkreis und weiteren Akteuren an dem Ziel, eine Stadtbahnverlängerung nach Sindelfingen zu realisieren. Und die zukünftige Stadtbahntrasse würde dort genau im Quartier vorbeiführen. Die Trasse werden wir auch in der Planung freihalten. Also spannendes Projekt, spannende Pläne, dass Sie einladen, sich diese Pläne auch mal anzuschauen. Dazu gibt es die Möglichkeit bei einer digitalen Bürgerinformation, zu der wir separat einladen. Und wir freuen uns natürlich, meine Damen und Herren, auf die Diskussion mit Ihnen. Wir machen eigene Beteiligungen als Stadt Sindelfingen, aber auch Bräuninger bietet verschiedene Bürgerbeteiligungen an. Wie geht es jetzt weiter? Wir bringen den Gemeinderat den weiterentwickelten sogenannten Masterplan 2.0 ein. Da wurden aus den ersten Diskussionen schon viele Elemente aufgegriffen, wurden Anpassungen vorgenommen, die würden jetzt den Rahmen sprengen, die im Detail zu erläutern. Daher die Einladung zu den weiteren Informationsveranstaltungen. Aber dieser weiterentwickelte Masterplan 2.0 wird dem Gemeinderat vorgestellt. Und auf dieser Basis schlagen wir dem Gemeinderat vor, das sogenannte Planungsrecht zu schaffen. Einerseits den sogenannten Bebauungsplan, als auch den Flächennutzungsplan entsprechend aufzustellen und weiterzuentwickeln, damit hier zukünftig eine Bebauung möglich ist. Und wir freuen uns, der Gemeinderat hat ja in der ersten Phase, bei der ersten Präsentation, schon ganz klar die Unterstützung für dieses Projekt signalisiert. Und jetzt geht es darum, diese Unterstützung letztendlich in einen rechtlichen Rahmen zu gießen. Wir freuen uns auf dieses Projekt, wir freuen uns auf dieses Standortbekenntnis zu Sindelfingen. Das ist eine klare Stärkung unseres Standortes. Gleichzeitig arbeiten wir natürlich weiter an vielen Themen der Innenstadtentwicklung. Die kennen Sie, haben wir separat darüber berichtet. Sei es die Entwicklung Post-Vorbareal, wo es jetzt in den Wettbewerb geht, die Neugestaltung des Marktplatzes, die Sanierung der Tiefgarage und, und. Also viel, viel in der Pipeline, viele große Projekte, die jetzt hier gut vorangehen. Ja, und darauf freuen wir uns. Vielen Dank für Ihr Interesse und wir freuen uns, wenn Sie hier weiterhin sich informieren. Beste Grüße, Ihr Bernd Föhringer.